Einen schönen guten Abend und willkommen zu Dreisat Makro. Einen schönen guten Abend und willkommen zu Dreisat Makro. Ja, 2019 soll in Deutschland nun endlich das Jahr des E-Autos werden. Die Autobauer haben eine ganze Reihe von neuen Modellen angekündigt. Und um nun auch den Durchbruch bei den Kunden zu feiern, lassen sie sich einiges einfallen. Hier in der sogenannten gläsernen Manufaktur in Dresden baut VW seinen Elektrogolf. Und dazu gibt es auch etwas ganz Besonderes. Denn der Käufer darf am Fließband selbst mit anpacken, natürlich unter Anleitung. Auch bei der Verbindung von Antriebsstrang und Karosserie, im Fachjargon Hochzeit genannt, kann der künftige Autobesitzer an seinem Gefährt selbst Hand anlegen. Man ist dabei, wie ein Auto wächst. Man fängt ja vorne an und ist dann am Ende dabei und fährt vom Hof. Also das ist schon eine tolle Sache. Und dieses Montageerlebnis kann der Kunde übrigens zum Preis von 390 Euro beim E-Auto-Kauf als Extra gleich mit dazu buchen. Tja, E-Autos sind eben keine preiswerte Angelegenheit. Der Ingenieur Günther Schuh, Professor an der RWTH in Aachen, will das allerdings verändern. Er bringt einen elektrischen Stadtflitzer für 16.000 Euro auf den Markt. Lothar Becker hat mit dem Unternehmer eine Spritztour gemacht. Da ist sie wieder, die Beschleunigung. Also das ist ein führerscheingefährdendes Auto, weil man schon mal ein bisschen heftig beschleunigt. Und dann guckt man auf den Tacho und denkt, war doch nichts gewesen, aber man ist auf über 70. Und das sollte man ja im Straßenverkehr nicht tun. Zumindest nicht innerorts. Günther Schuh hat den Ego-Life als Stadtauto konzipiert. Ursprünglich ein Projekt an der RWTH Aachen. Der Universitätsprofessor wollte unbedingt, dass seine Entwicklung in Serie geht. Auch dann noch, als kein etablierter Autobauer sein Konzept umsetzen wollte. Das ist für uns Wissenschaftler ganz schlimm, dass gute Konzepte, lange ausgedacht, in der Schublade verschwinden. Und da haben wir gesagt, mit uns nicht. Dafür war ich auch mittlerweile zu alt. Und dann habe ich gedacht, gut, das schaffst du jetzt auch noch. Ich wollte doch ein Miniatur, ja, Porsche-Killer sozusagen bauen. Für jedermann bezahlbar. Und Sportwagen zumindest ärgern kann er. Ab 16.000 Euro soll der Ego-Life kosten. Damit wäre er rund 6.000 bis 8.000 Euro günstiger als vergleichbare Modelle. Das geht, weil Professor Schuh nicht nur ein Auto neu erfunden hat, sondern das für die Produktion ideale Automobilwerk gleich mit. Der große Vorteil? Elektroautos bestehen aus deutlich weniger Einzelteilen als herkömmliche Fahrzeuge. Wenn Sie das daneben legen würden bei einem Verbrennerfahrzeug, dann würde der Rest der Halle nicht ausreichen. Weniger Teile bedeutet auch weniger Fehlerquellen und weniger Investitionen in Ausrüstung, Automatisierung und Montage. Und damit weniger Zwänge als sonst im Automobilbau. Die Autoindustrie kann mit klassischen Strukturen, eigentlich mit Fahrzeugen, die weniger als 100.000 Mal im Jahr produziert werden, wirtschaftlich nichts anfangen, weil so viel Investment vorher getätigt wurde, dass sie immer große Stückzahlen brauchen. Hier zeigen wir, dass man schon mit 10.000 oder 20.000 Fahrzeugen im Jahr wirtschaftlich produzieren kann. Zum Beispiel, indem ein Aluminiumrahmen die sonst übliche selbsttragende Karosserie ersetzt. Dadurch spart man sich ein teures Presswerk für Karosserieteile. Der Elektromotor kommt von einem deutschen Zulieferer. Dieses Unternehmen ist gar nicht in der Lage, einen Elektromotor zu entwickeln, der weniger als 100 Jahre hält. Und das ist die Besonderheit der Elektromobilität. Das geht mit einem Verbrenner nicht. Und jetzt haben wir ein Chassis gebaut, was auch 100 Jahre halten kann. Das sieht immer so schön aus, dieses Aluminium. Es wird gar nicht lackiert, es kann nicht rosten, es wird nicht weich. Und damit haben wir eine Grundstruktur Auto, die, wenn man will, bis zu 100 Jahre halten könnte. Der Ego-Life hat kein Blechkleid, sondern eins aus Thermoplast. Auch diese Teile werden fertig zugeliefert. Damit kommt das Ego-Werk auch ohne Lackierstraßen aus. Eine solche Oberfläche können Sie lackiert gar nicht erzeugen. Und sie ist gleichzeitig extrem robust. Also diese zu verkratzen, braucht die vierfache Kraft. Und wenn es einen Kratzer hat, dann sehen Sie die kaum, weil es eben eingefärbt ist. Danach kommt keine Grundierung. Insofern ist das ein wunderbares Material. Wunderbar war aber längst nicht alles auf dem Weg vom Konzept zur Serie, vom Wissenschaftler zum Autobauer.
Ich glaube, wir haben in diesen knapp 4 Jahren, seit es die IGO Mobile AG gibt, ich würde mal sagen, 6, 7 Katastrophen gehabt, bei denen man vor dem Problem gesagt hat, vielleicht war es das jetzt. Aber wissen Sie, was das Schöne ist, was meine Truppen hier alle mitmachen? Wenn sie dieses Problem überwunden haben, von hinten sehen diese Probleme immer wunderbar aus. Und Günther Schuh hat noch weitere Pläne. Neben dem Werk 1 entstehen derzeit die Werke 2 und 3. Dort sollen schon bald ein Elektrobus und weitere IGO-Modelle gebaut werden. Ja, willkommen zurück, Konrad Götz, zum zweiten Teil unseres Interviews. Wenn man Günther Schuh zuhört, dann hat man ja das Gefühl, die Entwicklung des E-Autos ist etwas Spielerisches, Leichtes. Wie kann das denn sein, dass kleine Unternehmen große Traditionskonzerne bei der E-Mobilität abhängen? Der erste Faktor ist, die machen es mit Begeisterung. Die Großen haben es nur gemacht, weil Verbote drohen und weil Städte gesperrt werden. Die Kleinen machen es mit Begeisterung und sie müssen das mit Begeisterung machen, sonst wird hier nichts Tolles entwickelt. Und der zweite Faktor ist, dass die Kleinen wie eine Art Spürhund funktionieren. Die können etwas Kleines in Kleinserie ausprobieren und die Großen stecken in ihrem Entwicklungspfad fest. Das nennt man Pfadabhängigkeit. Die können nicht raus aus dieser Großserienproduktion und haben sich bisher nicht leisten können, was wirklich Neues auszuprobieren. Und deswegen sind diese Start-ups so ungeheuer wichtig, weil die zeigen, dass es anders geht. Und die werden auch zeigen, dass das nachgefragt werden wird. Und was glauben Sie, wie kann sich die deutsche Autoindustrie da positionieren? Sie sagen, da fehlt ja die Begeisterung, das Spielerische, das Interesse. Das wandelt sich ja jetzt gerade. Aber es ist der Druck da. Glauben Sie, dass denn der Druck dazu führen wird, dass die Autoindustrie, die deutsche Autoindustrie aufholen wird? Der Druck ist das eine. Die andere Seite ist, dass jetzt aufgeholt werden muss. Das Elektroauto ist 100 Jahre in der Entwicklung stehen geblieben. Es ist ja bereits 1895 erfunden worden. Und jetzt muss sozusagen diese Kreativität, die jetzt stillgelegt war, die muss jetzt erstmal ausbrechen. So wie das immer ist, wenn ein neues Produkt kommt, dann entsteht eine Konkurrenz, entsteht eine Kreativität und dann kann erstmal ein attraktives Produkt entstehen und dann kann es noch gelingen. Wir haben es gerade bei Günther Schuh gesehen, so ein E-Auto hat nur wenige Teile. Kann man in Analogie dazu setzen, dass wir eigentlich in Zukunft auch nur noch weniger Arbeitsplätze brauchen? Weniger, ja, das ist der Punkt. Und das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum das so lange sozusagen stabil gehalten wurde, dieser Verbrenner, dass wir den immer weiter produziert haben. Denn er hat viele Arbeitsplätze, das bringt viele Gewinne und das bringt auch viele Steuergelder. Deswegen kann man ein Stück weit auch verstehen, dass dieser Umschwung in Deutschland nicht richtig stattgefunden hat. Aber jetzt ist es höchste Zeit. Es werden weniger Arbeitsplätze sein, aber wir haben auch schon andere Industrien transformiert. Deutschland hat da große Erfahrungen und wird es schaffen. Sie haben es schon im ersten Interview sehr klar gemacht, Sie glauben wirklich an die Zukunft der E-Mobilität. Sie erklären aber vorab unserer Sendung im Interview mit Dreisat Online, dass es eigentlich die Grundstruktur des E-Motors schon seit 100 Jahren gibt. Und es gab ja immer wieder Versuche, auch in den 70er Jahren, das E-Auto nach vorne zu bringen. Es hat in 100 Jahren eigentlich nicht geklappt. Warum meinen Sie, ist denn jetzt eigentlich der große Durchbruch des E-Autos? Also es gibt Faktoren, die uns zwingen, über die haben wir gesprochen. Umweltfaktoren, aber es gibt vor allem auch die Erkenntnis, dass diese Art, wie wir uns jetzt mit dem Verbrennungswagen fortbewegt haben, bis zu einem Punkt, der eigentlich nur noch Größe und noch höhere Geschwindigkeit und eine Spirale von immer unsinnigeren Autos hervorgebracht wird, dass wir aus dieser Spirale raus müssen. Und deswegen, auch deswegen ist es reif, das Elektroauto. Die Entwicklung dauert aber und wer sagt uns denn, wenn die E-Autos wirklich die Marktreife haben, dass wir nicht über eine ganz andere Technologie reden? Also jetzt hypt alle Welt die Wasserstoffautos. Ja, Wasserstoff ist ja auch ein Elektroauto, ist anders, sozusagen hat eine andere Quelle, aber es ist auch ein Elektroauto. Das ist ja gerade das Gute, dass jetzt sozusagen geforscht wird, dass die Konkurrenz der Systeme da ist und es wird ein globaler Wettbewerb stattfinden. Es kann gut sein, dass das Auto mit einem sehr schweren Akku nicht das Ende vom Lied ist. Es wäre prima, wenn da noch was Besseres entstände. Aber dieser Prozess muss erstmal losgehen. Deswegen ist es so wichtig, dass sozusagen da auch ein bisschen gute Rahmenbedingungen geschaffen werden. Weil wenn dieser Prozess nicht losgeht, der Konkurrenz und der Kreativität, nicht nur der Ingenieure, auch der Entwickler und Designer, dann passiert da nichts. Dann bleiben wir stehen bei den Konzepten, die wir jetzt haben.
Also, Sie glauben an die Zukunft des E-Autos. Schönen Dank für das Interview hier live im Makrostudio. Konrad Götz vom Institut für sozial-ökologische Forschung in Frankfurt am Main. Schönen Dank. Bitte schön. Ja, der Wettbewerb in der E-Mobilität. Ein wichtiger Stimmungstest ist die Technikmesse CES in Las Vegas. Die Botschaft in diesem Jahr war deutlich. Die deutschen Autobauer wollen den Entwicklungsrückstand nicht auf sich sitzen lassen. Eine Nachlese von Heike Slansky. Schrill, schnittig, futuristisch. Mercedes' Antwort auf die Zukunft. Ein Kleintransporter, Platz für 8 Personen zum Sitzen, 4 Stehplätze, selbstverständlich, ohne Fahrer. Eine Spritztour auf dem berühmten Strip in Las Vegas, die Stadt der Träume, einmal im Jahr, das Mekka der Tech-Branche. Mercedes stellt unter anderem dieses autonome Sammeltaxi vor. Das sind Personen, die sich nicht kennen, die aber einen Teil ihrer Strecke gemeinsam zurücklegen. Und die Idee dahinter ist, den ganzen Verkehr, die urbane Mobilität effizienter zu gestalten. Auf der Consumer Electronics Show CES spielt das Thema Mobilität eine immer größere Rolle. Dabei treten verstärkt auch Unternehmen als neue Player auf, die bisher lediglich als Zulieferer mit der Autoindustrie in Verbindung standen. Die Rolle der deutschen Automobilindustrie in der Elektromobilität wird immer stärker. Bis 2020 will sie rund 40 Milliarden Euro investieren und das Modellangebot an E-Autos bis zu verdreifachen. Elektromobilität, das Stichwort, gepaart mit dem autonomen Fahren. Per Handy den Bus bestellen, der findet allein zum Ziel. Dieses Modell zieht bereits in diesem Jahr in 2 deutschen Städten in den Verkehr. Schauen Sie sich doch die Verkehrssituation in den deutschen Städten an. Wir brauchen neue Lösungen und es kann eben nicht immer nur mit dem eigenen Auto funktionieren. Und es muss aber genauso komfortabel und preiswert sein wie mit dem eigenen Auto. Und da sind das Lösungen der Zukunft. Unter der Motorhaube ein Supercomputer. Auto kann jetzt jeder, der zu programmieren weiß. Ausgestattet mit Algorithmen, Sensoren und Kameras. Sehen, denken, handeln. Fähigkeiten, die vom Pkw übernommen werden. Doch solange der Gesetzgeber noch aus Sicherheit einen Fahrer verlangt, rechnet sich das Ganze nicht. Hoffnungsschimmer, Finnland. Finnland ist weit voraus, sehr innovativ und aggressiv, wie getestet wird. Für jedes Land gilt natürlich, Sicherheit hat Vorrang. Es wird immer wieder ausprobiert mit Piloten, solange bis ein Land von der Technik überzeugt ist. Dann kann jeder sehen, dass ein Fahrer oder ein Lenkrad ein Relikt der Vergangenheit ist. BMW bietet den Technikbegeisterten einen Blick in die Zukunft. Im Moment noch mit einer Brille in die virtuelle Welt von morgen. Das Gefährt bequem und vielseitig nutzbar. Die Videokonferenz auf der Windschutzscheibe. Das Sportereignis auf dem Weg nach Hause verfolgen. Ganz wichtig für das Rundum-Sorglos-Paket, das Design. Mit ihren Prototypen versprühen die deutschen Autobauer und Zulieferer in Las Vegas eine Menge Zuversicht. Manche davon sollen in nicht allzu ferner Zukunft auf den Straßen zu sehen sein. Viel ist in Bewegung und wer sein Geschäftsmodell nicht umsteuert, wird auf dem Weltmarkt vermutlich bald keine Rolle mehr spielen. Wenn Sie jetzt noch Fragen an unseren Studiogast haben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann klicken Sie doch bitte jetzt in unseren Makroblog. Denn dort können Sie direkt mit Konrad Götz in Kontakt treten. Makro, Wirtschaft in Dreisat. Danke fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen.